Ist das ein Mikro in deiner Tasche oder freust du mich so zu sehen? Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Chainsaw Gaming auf der Gamescom für euch. Wir kommen gerade von einem Termin bei Small Thing Studios. Die haben uns ein Spiel vorgestellt, das viele vielleicht noch kennen aus sehr, sehr lang vergangener Zeit. Mit dem Namen Simon the Sorcerer. Ein klassisches Point-and-Click, das ich vor circa 25 Jahren mal gespielt habe. Wir hatten gerade die Möglichkeit, eine kleine Demo anzuspielen. Und ich muss sagen, es war ein Wahnsinns-Flashback, ein Nostalgie-Hit sondersgleichen. Dominik hat mir über die Schulter geschaut beim Spielen. Und ich muss sagen, also es hat sich wirklich gelohnt. Es ist ein Titel, den man durchaus empfehlen kann, anschauen kann. Und ich freue mich drauf, wenn es rauskommt. Es soll Anfang nächsten Jahres rauskommen. Und ich kann so viel sagen, die Visuals sind wunderbar. Es ist wunderschön animiert. Man hat uns auch verraten, es wird zuallererst auf Englisch gedubbt. Also die Sprache wird auf Englisch sein, möglicherweise auch auf Deutsch. Kommt aber noch auf die Schriftsprachen in mehr als zehn verschiedenen Sprachen. Deutsch, Englisch, Italienisch. Die ganzen europäischen Sprachen auf jeden Fall, hat er gesagt. Aber lassen wir uns einfach überraschen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen auf dieses Spiel. Ich würde mich auf jeden Fall holen. Ich will euch jetzt nur nicht zu viel verraten, weil man hat uns absichtlich gesagt, wir sollen nicht spoilern, wir sollen die Leute selber empfinden lassen, was damals an der Tagesordnung war. Ja. Dominik? Ja, also ich will jetzt auch nicht so viel sagen, um jetzt das zu spoilern, aber es hat das typische, die typische Mechanik von einem Point-and-Click-Adventure. Ne? Wie ihr es halt so kennt, rumlaufen, alles erkunden, überall draufklicken. Man findet Gegenstände, die nutzlos sind. Man findet Gegenstände, die erstmal nutzlos sind, später dann nützlich werden. Dann kennt man natürlich die ganzen Mechaniken, Dinge angucken. Dann hast du natürlich Kommentare von der Figur, die dir dann sagt, was es ist, was sie davon hält. Und dann gibt es natürlich viele verschiedene Rätsel, wo man dann auf verschiedene Wege eine Lösung finden muss. Also entweder man Dinge kombiniert, wo man kommt irgendwo nicht ran, dann muss man sich überlegen, okay, vielleicht probiere ich mal eine andere Perspektive. Oder ich habe einfach das Teil noch nicht gefunden, was ich gesucht habe und muss noch einfach ein bisschen rumklicken. Ne? Aber so die Grafik, wie du schon gesagt hast, sieht wirklich schön aus. Schöne Comic-Grafik. Musik war leider noch nicht fertig. Ton und so weiter. Sprachausgabe hat natürlich noch gefehlt. Aber man merkt, die Entwickler sind da wirklich mit Leib und Seele dran. Und der Entwickler, was hat er vorher gesagt, hat es, glaube ich, 15 Mal durchgespielt, das Originalspiel. Ja. Und sie sind auch noch in Kontakt mit den Entwicklern von dem Originalspiel, lassen sich da eben Kritik dazu geben, um das Ganze noch authentischer werden zu lassen. Und es gibt auch hier und da Anspielungen an das Originalspiel. Also ich denke, es wird ein würdiger Nachfolger noch. Das auf jeden Fall. Ja. Und was auf jeden Fall auch noch mit dazu gesagt werden muss, jeder, der dieses Spiel anspielt, wird auf jeden Fall beim Start erstmal ein Lächeln im Gesicht haben. Denn da ist ein Künstler mit dabei, den jeder von uns kennt, den ich aber hier nicht verraten will. Also lasst euch überraschen, schaut's euch an. Es lohnt sich. Ja. Jo. So viel unser Eindruck. Das wär's dann erst einmal. Viel Spaß noch beim Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.